Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe Tape in der Hand. Das liegt daran, dass ich gerade diese zwei hübschen Cases packe. Ich kann es ja einmal zeigen. Ich meinte ja, ich zeige das. Auch mit den Trennwänden, die ich mir für meine Cases gebaut habe. Das aber nur nebenbei. So, Tape kommt hier wieder rein. Ich habe nämlich heute einen sehr, sehr, sehr spontanen Gig. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, weiß ich nicht mal, ob ich den Gig im Endeffekt wirklich mache, aber ich glaube, doch, ich mache den wahrscheinlich, egal. Wenn ihr das Video seht, habe ich ihn ja gemacht, das ist das Ding. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich alles eingepackt habe. Es handelt sich dabei um ein Konzert, rockmäßig in die Richtung, ja. Oh Gott. Ja, ich zeige euch, was ich in den Cases habe und weiteres folgt. Here we are, here we see. Ich habe Cases jeweils in zwei Teile aufgeteilt mit den Pappkartons und habe die ja hier so reingeklemmt an die Seite. Ich habe hier Bodenstative und Safeties, dann hat da unten die Wildwashs und hier die Flower-Effekte, die meinen Flower-Effekte. Hier habe ich dann schön viel Strom, hier habe ich 3er-Steckdose, 5er oder 6er, 5er ist es glaube ich sogar. Wow. Ich muss mir mehr Schuko kaufen, ich weiß, aber sollte reichen für heute. Und dann noch unten Kaltgeräte-Stecker für einmal die Wildwashs und einmal hier für die Moving Heads. Dann habe ich hier meine Paarscheinwerfer und hier habe ich Tape und ich habe sogar einen 5-Pol zu 3-Pol Dingsstecker, den Mixstecker, Stift, Tape, Zange, Zumpel. Habe mir noch hier zwei Klemmen mitgenommen. Hier meinen Strom habe ich, weil ich glaube, das wird da relativ viel rumliegen. Einfach mal markiert mit Tape so. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu zeigen. Halt noch logischerweise alle DX-Kabel. Ich habe früher mir immer genaue Längen mitgenommen. Mittlerweile, weil ich ja jetzt nicht so viel habe, ist es einfach simpler, wenn ich mir, wenn ich Ganze mitnehme. Also alle mitnehme. Gott, lost, ja. Genau. Das ist erstmal so das, was ich mitnehme. Das Krasse ist ja, also die Veranstaltung, ich weiß nicht, wie viele Leute da kommen, aber auf jeden Fall nicht 1000. Deshalb ist die Veranstaltung offiziell vom Staat noch quasi so erlaubt. Weil mittlerweile ist es ja so, dass Veranstaltungen über 1000 Leute gar nicht mehr stattfinden können. Und ich meine, heute wurde ja sogar dank Corona gesagt, dass ab Dienstag die Schulen geschlossen werden. Für 5 Wochen jetzt, also bis Ende Osterferien in Berlin. Also, das ist schon, keine Ahnung, ich wollte einfach nochmal kurz das so im Video haben, weil... So, ich lasse mich dann auch mal blicken hier von einer Veranstaltung, von einer Location. Also, wie schon gesagt, Auftritt von Kies und Schotter. Ich habe jetzt schon ein bisschen die Proben gehört. Das war echt nice. Hinter uns ist die Bühne. Wie ihr vielleicht auch schon gesehen habt, ich habe meine Paarscheinwerfer von Cameo aufgebaut und die Wildwash-Dinger. Dann haben wir oben noch LEDs, 4 Stück. Also 2, die quasi das Schlagzeug beleuchten und 2, die für die, den Backdrop da sind. Dann haben wir normal... Hier hängen 6 Paarscheinwerfer drin, davon funktionieren aber irgendwie nur 1, ich glaube 4, ja, 4 müssen es sein. Sind schon einige da, also top, wir haben hier voll den geilen Kronleuchter, den ich am Anfang dann ausmachen darf und hochkurbeln darf, funny. Ja, und sonst habe ich dann das Weißlicht auf dem Pult, was hier stand, weil es auf meinem Pult, ich habe es eigentlich auf meinem Pult gepatcht, beziehungsweise einfach das Kabel in mein Pult gesteckt, aber es hat irgendwie nicht gepasst, deshalb habe ich es jetzt hier auf einem, das erkennt man jetzt richtig gut, weil das hier, ja, keine Ahnung, hier Eurolight LC2412, also auch so eine Art Scene-Setter, würde ich jetzt behaupten, und dann haben wir halt hier mein altbekanntes Eurolight DMX Move Control. Es kann nicht so weitergehen. Einer muss nicht mehr
Veranstaltung. Ich habe jetzt schon das Licht, was von mir ist, abgebaut. Habe hier meine DMX-Kabel wieder oben, dass ich die sortieren kann. Kann gleich mein Mischpult abbauen. Und da steht eine Case von mir auf der Bühne. Die andere ist hier unten. Und einen wunderschönen guten Morgen. Ich liege noch oder wieder im Bett. Ich habe schon gefrühstückt, egal. Ich habe hier zwei Cases, die ich noch ausräumen muss. Und was ich noch sagen wollte zu den Cases: ich habe ja, wie im letzten Video ihr gesehen habt, diese Trennwände aus Pappe gebaut. Und ja, die sind echt gut gewesen. Ich wollte nur sagen, so als Update habe ich ja in dem Video gesagt, dass ich in den Giglogs immer update. Und ich habe die jetzt benutzt und die haben ganz gut gehalten. Ist auch praktisch, weil dann hatte ich so gleich diese Einteilung. Da kommt das hin, da kommt Tape hin, da kommt Kabel hin und da kommen die Scheinwerfer rein. Deshalb, das war sehr praktisch.